Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem Let's Play Dark Chronicle oder Dark Cloud 2, wie man jetzt möchte. Anyway, Sternlicht Canyon, off we go. Und mit Lynn im Gepäck macht das Jordas-Tal direkt mehr Sinn, wie man gleich sehen wird. Ohne sie hätten wir, glaube ich, nur ein Foto schießen können, das wäre es gewesen, aber so deutlich bessere Karten. Komischer Schnitt gerade irgendwie, aber okay, egal. Wow. Ja, doch, mehr kannst du nicht. Okay, fein, fein, fein. Ton wieder hoch, Ton wieder hoch, Abbruch. Wow, what a huge tree! It's the Yorda tree. It's holy. They say it's been here for thousands of years. First time I've ever seen it, though. Wow, I didn't think it would be this big. Okay. Ist total groß und deswegen... Echt jetzt? Das da zählt nicht als der Baum, aber das da... Naja, egal. Und deswegen machen wir ein Foto davon. Und wenn wir näher rangehen, darf ich den Ton wieder hochdrehen, weil dann wieder was passiert. So sieht das aus. Master, why do you want to be a sage? That's a good question. Maybe because everyone respects them, treats them like royalty. Hey, that's not right. Don't you mean something like, so I can save the world? That works too. To tell the truth, I want to be the kind of person who can put everyone else at ease. Everyone can count on a sage. With a dependable person nearby, danger is always far away. That's what a sage is. Don't you think you'd want someone like that near you? Someone to count on? Yeah, I do. My hometown was an easy target for the thieves that came from the desert. Everyone was constantly on edge, never knowing when they would strike next. As a child, I often wondered, isn't there someone strong out there who can take care of these thugs? What about the sages I read about in fairy tales? Well, I was about to find out. It was when the thieves were plundering the village one day. A single robed man showed up out of nowhere. He used mysterious magic to defeat the raiders one by one and defend the village. I thought this must be who I've been waiting for. So I asked him, "Are you a sage?" I said. He replied, "Me? I'm no sage. I could never come close. A sage is a person who can defend others just by being there," he said. Just by being there? Is that even possible? That's what I want to do, if I can. So that sage was my role model. Sages are great people, aren't they? So, if you can use a lot of magic, then you can be a sage? I wonder. Even I don't know that. What's that? It's a memo eater. So that's it, huh? Memo eater? That's right. It gets into people's heads and eats up their memories.
ready, Max? Let's get it! Okay. Alright, let's go! Und so startet der Part mit einem Bosskampf. So. Hallo? Einmal ein Foto von ihm machen, weil, ja, ist ja voll cool anzusehen. Ja, dann das. Ein Foto nicht vergessen, wie gesagt, das ist ganz, ganz wichtig. I remembered everything. All of it. It was under this tree that my master told me his dreams of being a sage. Must go to the lighthouse. Save Master Crest. Right, the lighthouse. That's where you and Crest were attacked. So if we go there, we can save Crest. Right, let's go. Okay. All right. Witzigerweise, wo ich die Musik gerade so höre, muss ich so ein bisschen an Zelda Windbreaker denken. Nur so manche Strophen davon, interessanterweise. Aber ja, das war ein Bosskampf. Ja, das war ein Bosskampf. Den habe ich ganz legitim gewonnen. Damn, ey. Und wir haben noch, naja, 4 Level vor uns. Erstmal gehe ich nochmal raus, weil wir jetzt mit den neuen Bildern wieder was bauen können. Ihr kennt das Spielchen ja mittlerweile. Zum anderen kann ich einmal kurz zu Cedric gehen, theoretisch, aber dafür hätte ich woanders rausspringen müssen. Von daher ignoriert das einfach. Rein theoretisch, ja, könnte ich zu Cedric gehen, praktisch gesehen. Habe ich es im Prinzip einfach vergessen. So, ja, was bauen wir denn heute Schönes? Wir haben mehrere Sachen, die wir nehmen könnten, unter anderem den Wirbel Ivanov tatsächlich. Da haben wir wenigstens wieder den Punkt, dass wir was mit unseren ständig gemachten Bildern bzw. Knüllern machen können. Das ist immer gut, sowas. Ja, es funktioniert nicht. Also, weiß ich nicht. Also, das Ding ist zum Beispiel so ein Ding, wo ich mir denke, kann auch wegbleiben, weil Sandbrecher halt. Ich sag's ja. Es kann man sehen, wie man will, aber ich mag das Ding nicht. So, Wäsche, Wasserfall und damals, Herr des Teiches. Say cheese! Ein Antikleber-Amulett. Oh mein Gott, ist das cool. Ha, so, Wäsche, Wasserfall und ein, jetzt muss ich gucken. Müsste, glaube ich, einfach nur Palme sein, so. Say cheese! Stellt euch mal vor, er hätte jetzt tatsächlich gerade erst Wäsche erfunden. Vorher kannte keiner Wäsche. Oh nein. Nicht gut. Gar nicht gut. So, der Phantomfresser. Jetzt ist wieder die Frage. Ob es Kamin ist oder nicht. Oder ob es halt wieder was anderes ist. Feuerwache muss es sein. Das ist nicht Kamin, das ist Schornstein. Wie immer. Wie immer. Ich komme damit immer durcheinander. Ich bin ja selber schuld, aber
was soll ich machen? Außer es mir merken, meine ich. Außer es mir merken und mir damit Mühe machen. Der Sternenbrecher. Ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Waffe, von daher schön, dass wir es haben. Moment, dafür kann ich mal was großer Jordabaum nehmen. Plus. Komm ich schon wieder zu weit. Den Jurak. Und eine Holzkiste. So. Say cheese! In den Holzkisten rum. Und damit haben wir jetzt schon wieder. Lass mal sehen. 52 Erfindungen. Ja, und Sternbrecher, nur um es mal so ein bisschen, ich sag mal, in Perspektive zu rücken. Ist. Eine Stufe 4 Waffe. Im Gegensatz zur Jurak-Pistole, die wir gerade haben, die ist eine Stufe 3 Waffe, das ist eine Stufe 4 Waffe. Die wir einfach mal so eben herstellen können, zumindest. Also theoretisch. Praktisch gesehen fehlen mir gerade die Optionen dafür, aber in der Theorie können wir es einfach herstellen und zack, Stufe 4 Waffe. Und gar nicht mal eine schlechte, weil das ist ein MG. Im Gegensatz zu dem, was wir jetzt gerade benutzen, was im Prinzip ein normaler Pistolenschuss ist oder. Naja gut, das ist ein Laserschuss, aber ne, der Punkt ist, es ist ein Schuss oder eine normale Pistole, die auch nur ein Schuss war, ist das halt ganz cool. Jetzt habe ich nicht gelesen, was die Bedingung hier ist. Das sind nur Items only. Naja, das das vergessen wir mal direkt, ne? Das vergessen wir mal direkt. Ah, eine Zeitmünze, interessant. Aber ja, da wir das direkt vergessen. Machen wir einfach alles nieder. Und da wir Lin dabei haben, gezwungenermaßen, bekommt fürs Erste die gute Monika die meisten Erfahrungspunkte, weil sie dann rein theoretisch mit ans Armband geht. Es sei denn natürlich, ich lasse sie draußen und knüppel die Gegner mit dem Schwert unter. Aber da bin ich ja selber schuld, sozusagen. Kann ja keiner sagen, ja, hier, deswegen, oder so. Nee, nee. Das Schöne ist an dieser Gegend, wir sind jetzt mehr oder minder mal unten, wie das dann besser fürs Wieder funktioniert, weil, naja, wenn die Sachen nun, also wenn der Ball ins Wasser fällt, ist der Ball immer noch weg. Aber ich wollte mal drauf eingehen, ne, wir haben jetzt halt andere Gegend hier mal, wir sehen mal was Neues, das ist auch immer ganz schön. Also behaupte ich jetzt mal. Naja, und passend zum Titel hier haben wir sowohl Rama-Priester als auch Käse. Also, alles richtig gemacht mit diesem Tier. Alles richtig gemacht. Mal rüber und gucken uns die andere Seite an. Yay! Boah. Ich hab's noch nicht mal gesehen. Auf einmal plöpp, drei Gegner mehr. Max und Steve, weitere Samtes. Würde ich sagen, dass mein Ripod überpowered ist? Nein, da gibt noch mehr. Aber theoretisch schon, ja. Aber das ist halt, im Vergleich finde ich das tatsächlich immer sehr merkwürdig, habe ich ja schon mal gesagt, glaube ich zumindest. Monika mit ihrer Monsterverwandlung könnte ich jetzt als nützlich oder zumindest interessant einordnen, aber der Ripod ist nützlich, stark, wie ein neuer Charakter, es ist gut. Also da steckt wirklich viel hinter, wenn man den benutzt. Öfter benutzt, wie auch immer.
Oder zumindest dafür sorgt, dass man ihn oft benutzen kann, indem man halt seine ganzen Waffen verstärkt und so. Das ist ein sehr kleines Gebiet irgendwie. Kann das sein? Hat das Spiel Mitleid mit mir bekommen? Hat sich gedacht, na, so langsam reicht das mal mit großen Dingern hier. Ich meine, nicht, dass ich was dagegen habe, aber... Kommt so plötzlich. Ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren soll. Das ist auf jeden Fall immer ein gutes Dungeon-Stückchen, wenn ich es tatsächlich schaffe, meine Waffen zu upgraden oder zumindest ein Level-Up da reinzustopfen. Ist immer gut, immer gut. Au. Da wollte ich nur zeigen, dass die Gegner jetzt nicht allzu schlimm sind und stehe halt direkt im Angriff wieder drin. Naja. Das sind ja doch noch einige... Gegner jetzt zu kämpfen. Nicht, dass das ein Problem ist. Fällt mir nur so auf. Okay, da haben wir wieder einen Gegner, wo es in Anführungszeichen einfacher ist, es einfach so zu machen. Ja. Da haben wir zwei Gegner, bei denen es einfacher ist, als einfach so zu machen. Der Gegner ist zu klein. Ist das? Interessant. Wusste gar nicht, dass das geht, aber hier haben wir wieder was Neues. Ist der Gegner zu klein, kann Sneef mit seinem MG nicht wirklich treffen. Sinnvoll, auf jeden Fall. Nervig, tatsächlich auch. Also im Großen und Ganzen beides gleichzeitig. Hat es gut gemacht, dieses Windelement. Ich mag es. Es wäre übrigens schön, wenn ich mal eine Ebene ohne Mimik finden würde wieder, aber sie sind halt ein großer Bestandteil des Spiels. Denn seien wir mal ehrlich, warum sollte ich mich drüber freuen dürfen, meine Schatz zu finden? Wow. Ich sollte tatsächlich anfangen, wenn sie einigermaßen gute Brightport-Knack zu verkaufen, sodass ich nur eine dabei habe oder sowas. Weil es kommt so oft vor, dass ich Rideport-Energie finde, die ich halt nicht verwenden kann. Das ist schon nicht mehr witzig irgendwie. Oder eher so traurig witzig, kennt das? Man will nicht drüber lachen, aber was will man anderes machen? Ja, nee, ist klar. Und am Ende kommen jetzt all die Mimics aus ihren Löchern raus. Krieg hier noch Dark Souls-Flashbacks. Ah, das war jetzt das Ganze, was ich machen wollte. Ja, ich habe mich in eine dumme Richtung umgedreht. Da bin ich selber dran schuld. Aber ich kann den auch so umbringen. Ich bin ein super Drache, ja. Nur, dass das jetzt nicht wirklich das war, was ich machen wollte. Immer egal. Was funktioniert, funktioniert. Was tot ist, kann mich nicht mehr ärgern. So wie der Mimik hier. Also ungeachtet der Tatsache, dass ich wirklich nicht wirklich viel von den Monsterverwandlungen halte, ist halt der Gemron tatsächlich schon echt bösartig. Auf so eine gute Art und Weise, so eine, ich töte alles und jeden Art und Weise. Holy crap, ey. Naja, dann steht er da so ein bisschen wie bestellt und nicht abgeholt, ne, wenn das Ding fertig ist. Oh, nett. Hier kannst du es wieder spielen. Ich will aber nicht. Naja, was heißt, ich will nicht, ne? Naja, offiziell heißt es, ich will nicht, Punkt hinaus. Aber, naja, ich muss ja nur das Ding darüber kriegen. Ah, das wird jetzt wieder herrlich, weil es wieder nicht funktionieren wird, aber ist egal. Ich muss ja erstmal nur den Ball rüber bekommen, ohne dass er wieder ins Wasser fällt und damit kaputt ist sozusagen, aber...
Oh mein Gott. Dass das überhaupt mal funktioniert hat, ist schon mal unglaublich sagenhaft. What? Ich hätte schwören können, er ist gerade komplett da durchgekommen. Ah, nein. Wahrscheinlich ist das immer noch nicht nah genug oder zu weit weg, aber ist egal. Oh, komm! Ist das so was? Eines Tages schaffe ich das mal. Aber dieser Tag ist noch nicht heute gekommen. Ich hasse es wieder. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, vielleicht wenn das Ding alles anzeigen würde, wo der Ball hinfliegen wird oder so, dann könnte ich vielleicht ein bisschen besser. Ich habe keine Ahnung. Aber momentan, während ich das mache, denke ich mir tatsächlich schon so, ja, selbst die nur 10 Einloch-Dinger, die ich machen muss, sind schon sehr unwahrscheinlich, dass ich das hinkriege, also yay. Naja, anyway, das war's zumindest von heute. Wir haben einen Bossplatz gemacht, wir haben noch 3 Gebiete, die schaffe ich vielleicht im nächsten Video in einem Rutsch. Und das hier wäre das Ende von Kapitel 3. Dazu sind wir dann am Ende von dem, was wir uns so angucken können. Weil hier kommen wir wieder nicht rein, das ist für viel, viel später im Spiel. Ja, ich hoffe an dieser Stelle, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye bye. Das war's für heute von Dark Chronicle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Patreons, ohne die dieses Projekt in der Form nicht möglich gewesen wäre. Wenn es euch gefallen hat, kommentiert, macht das ganze Übliche, was die ganz großen YouTuber von euch haben wollen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir uns in neue Dungeons und Gefahren begeben.